Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune, besser zur Haltung und herzlich willkommen zu Le Mans Ultimate, dem neuesten Simracer auf Steam. Aktuell noch auf dem PC erhältlich, heute frisch am 20.02.2024 im Early Access erhältlich für 29,99 €. Und in diesem Video wollen wir das Ganze vielleicht irgendwie ein bisschen bewerten. Wir wollen gucken, was können wir machen, wie ist die Einführung, wie ist die Steuerung und generell natürlich, wie ist das Spiel und was bietet uns eigentlich Le Mans Ultimate, weil im Großen und Ganzen kann man es vielleicht nur verbinden mit Le Mans, haben wir vielleicht nur die Strecke Le Mans, das alles, die ganzen Fragen werden wir uns versuchen ein bisschen zu klären. Die Bewertung aktuell bei Le Mans Ultimate, die ja natürlich noch in der Early Access Phase sich befindet, sind sehr ausgeglichen. 52% finden es gut, 52% finden es schlecht. Also 50-50, je nachdem, wie man es gerne sehen möchte. Ist natürlich schwierig auch zu beurteilen. Wir haben hier ein Spiel, was 30 € kostet, das natürlich auch erstmal als Simracer punkten muss. Und wir müssen halt gucken, was haben wir in diesem Spiel enthalten. Zuallererst legen wir los. Wir müssen ein Fahrerprofil erstellen. Und ja, da geben wir jetzt irgendeinen Namen ein. Dann noch unsere Nationalität. Da können wir jetzt hier zum Beispiel auswählen. Da ist natürlich alles möglich dabei. Wir geben jetzt einfach mal hier Deutschland an. Germany, Deutschland. Was hat er hier ausgewählt? Germany. So, und einmal auf Fortsetzen. So, hier sind wir auch schon. Online-Konto erstellen. Okay, ja, dann machen wir das mal ganz schnell. Gut, jetzt können wir wählen, welche Schwierigkeit wir wählen wollen. Ich nehme jetzt einfach mal Experte. Ich bin jetzt nicht der absolute Sim-Profi, aber ich spiele doch einige Sim-Racing-Spiele und das auch ziemlich sehr gerne mit dem Lenkrad. So, hier sind wir auch schon. Wir können mal gucken, ich habe auch meinen Controller angeschlossen. Funktioniert das Ganze auch hier im Menü mit dem Controller? Aktuell noch nicht. Das heißt, wir drücken jetzt irgendeinen Knopf. Und da sind wir schon im Hauptmenü. So, als allererstes gehen wir mal ganz kurz zu den Optionen. Guck mal, das ist gerade für unsere deutschsprachige Community. Okay, manches ist hier auf Deutsch, manches wiederum nicht. Wenn wir hier sehen, zum Beispiel off, aber ansonsten sehen wir hier Rennlinie und so, ist alles aktiviert. War jetzt so ein bisschen merkwürdig hier mitten im Hauptmenü gewesen. Da haben wir mal hier Race Weekend Online, My Profile Option, aber auch mitwirkend. Also das ist so ein kleines Kauderwelsch hier aktuell. Hier haben wir zumindest bei Gameplay die Schwierigkeitseinstellung. Was wollt ihr gerne haben? Wollt ihr zum Beispiel Autokupplung haben, Lenkhilfe und so weiter und so fort? Viele Sachen sind jetzt hier ausgeschaltet, weil ich auf Experte geschaltet habe. Jetzt kommen wir mal zur Steuerung. Das ist wahrscheinlich am interessantesten von allen. Wir haben hier unsere primäre Steuerung. Das ist zum einen wahrscheinlich, hoffentlich, mal gucken, wo wir es hier finden, das Lenkrad, genau, okay. Können wir denn hier eine Autosteuerung, Gameplay, Kamera, Interaktion, Kalibrierung? Das können wir mal gucken, ja, ist alles mit dabei, das ist schon mal sehr gut. Was man schon bemängelt haben, das merkt man hier aber auch schon so ein bisschen, es läuft nicht ganz flüssig im Hauptmenü, es ist hier so ein paar Frame-Drops sind auf alle Fälle dabei, aber Lenkrad wurde sofort erkannt, Gamepad ist auch erkannt, okay, weil das möchte ich gerne mit euch auch mal testen. Wir haben natürlich hier die Grafikeinstellungen, wir ballern mal einfach alle hoch, was geht. Aktuell, mal gucken, können wir hier, nö, das ist schon die höchste Auflösung, was wir hier haben. Okay, gerade mal 30 Hertz. Nachbearbeitungseffekte, hoch ist ja schon das höchste, normal. Also viele Einstellungen können wir hier auf alle Fälle vornehmen, dann könnt ihr dementsprechend auch ein bisschen gucken, was euch am meisten gefällt. Ich stelle dir am liebsten am Anfang erstmal alles hoch. Wir gucken erstmal, wie alles hier auf höchste Einstellung funktioniert, wie das Ganze aussieht und dann müssen wir natürlich selber auch gucken, für uns selber, wie wir das Ganze am besten denn haben wollen, damit es auch bei uns dann am besten läuft. So, da sind wir auch jetzt wieder im Hauptmenü. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, eigentlich zwischen zwei Modis auszuwählen. Race Weekend wahrscheinlich für uns selber oder aber auch online. Ich denke mal, hier wird es ausschließlich wirklich um die Online-Community gehen, um die Simracer, die gerne online spielen. Ich bin jemand, weil ich auch gar nicht so viel Zeit mitbringen möchte, ganz gerne mal für 1-2 Stunden hinterm Lenkrad mir setze, ohne großartig online zu spielen. Die Aufmachung hier ähnelt so ein bisschen Forza. Das sehen wir schon mal oben rechts ein wenig. Und wir klicken einfach mal auf Race Weekend. Viel mehr ist ja auch gar nicht mehr im Hauptmenü sich anzuschauen. Also, wir haben ein paar Strecken. Okay. Also, es ist natürlich nicht nur Le Mans. Hätte ich es auch nicht gedacht. Wäre jetzt meine Befürchtung am Anfang gewesen, aber wäre ein bisschen merkwürdig. Zapring haben wir. Das wollen wir uns später auch mal bei Assetto Corsa angucken mit Formel 1 Auto. Wir haben insgesamt also 7 Strecken. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten. 7 Strecken, 30 €. Portimao hatten wir gehabt. Jetzt haben wir hier Spa-Francorchamps.
Wir haben Le Mans. Wir haben Monster. Wir haben Fuji Speedway. Und wir haben Bahrain International. Und ich würde mal sagen, rein von der Optik her würde ich ganz gerne mir Monster mal angucken. Monster kennt jeder, allein schon das F1 und auch viele andere Rennspiele. Ich denke mal, das wäre auf alle Fälle der beste Vergleich. Ansonsten Autoklassen haben wir einmal Hybridcars, LMP2 und LMGTE AME. Gucken wir uns mal alle hier so ein bisschen an. Lass einfach mal kurz mal hier reingehen. Und da haben wir einiges. Wir sehen hier schon, die Leiste ist ziemlich lang. Das sind jetzt die ganzen einzelnen Marken, die hier mitmachen. Das heißt, die ganzen einzelnen Teams, die zum Beispiel jetzt bei Aston Martin sind. Dann haben wir natürlich hier auch noch Chevrolet, die ganzen einzelnen Marken. Wir haben Ferrari. Und wir haben Porsche. Dies haben wir jetzt bei der Autoklasse LMGTE AM. Bei LMP2 haben wir folgende Autos. Also sehr einfach übersichtlich gemacht. Wie gesagt, läuft jetzt nicht so mega flüssig, aber das geht alles noch. Wir haben jetzt nur eine einzige Marke. Alpine und die ganzen verschiedenen Teams, die wir jetzt hier haben. Und bei Hybridcars, mal gucken, was wir da alles haben. Da haben wir mitunter Cadillac. Ferrari haben wir hier. Wir haben, was ist das denn schönes? Klinkenhaus Racing Hypercar. Klinkenhaus, die Marke sagt mir ja gar nichts. Dann haben wir Peugeot. Oh, der sieht sehr schick aus. Wir haben Porsche, Toyota und Floyd Van Wall. Sehr schön. Okay, ich würde mal sagen, wir fahren mal, hoppala, wir fahren mal Autoklasse erst einmal die GT-Serie. Und da habe ich irgendwie Bock, weil wir gerade sowieso in Italien sind, gucken wir uns doch mal den Ferrari an. Und dann gucken wir uns mal an, wie es läuft. Gerade auf höchste Einstellung, wenn nicht, müssen wir ein paar Kompromisse eingehen. Und der Sound und natürlich die Lenkung. Jetzt haben wir noch Event-Optionen. Wir können ja zum Beispiel auswählen zwischen Training, wie lange das gehen soll, Qualifying, wie lange das gehen soll und das Rennen. Ihr könnt natürlich, und ich glaube, das ist nicht ein riesen Clou, das haben wir auch bei anderen Sim-Racing-Spielen, aber vielleicht kennt ihr es aus damals, da hatten wir auch schon sowas wie 24-Stunden-Rennspiele gehabt und wir können das Ganze 100 Pro doch nicht ganz auf 24 Stunden ziehen. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, Start können wir festlegen auf Fliegen, wir können die Klassen dazu nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die jetzt hier ausgeschlossen und so holen wir sie wieder rein oder sind die hier, naja, wir lassen die einfach alle mal drin. So reines Training können wir anscheinend hier nicht fahren. Wir können mal gucken, können wir jetzt einfach mal, wir können das Rennen deaktivieren, okay, und Qualifying dementsprechend natürlich auch. Da würde ich mal sagen, machen wir einfach mal nur ein Training, Regenstandard, Reifabdruck und Real, Kraftstoffverbrauch Real. Okay, Start Race Weekend. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie schnell das Ganze hier funktioniert. Ist natürlich von PC zu PC immer ein bisschen unterschiedlich. Mein Tipp immer an euch so ein bisschen, wenn ihr wie ich vielleicht auch mit einer externen Festplatte das Ganze gespeichert habt und beim ersten Anlauf dauert es sowieso immer ein bisschen, beendet ganz kurz das Spiel, geht nochmal rein, macht das ein, zwei Mal. Meistens läuft solche Spiele dann schon mal weitaus flüssiger, beziehungsweise laden schon wesentlich schneller. Ich kriege mal meine Stoppuhr ganz kurz und wir gucken mal, wie lange jetzt ungefähr hier braucht. Hey Leute, ich bin's nochmal ganz kurz. Ihr könnt währenddessen eine rauchen gehen. Also wirklich, ohne Schmarrn. Wir können einfach kurz mal die Bewertung durchgehen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich wollte jetzt noch einen Cut setzen, aber wir haben ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, die Bewertungen sind sehr durchwachsen. Es fängt schon bei der Performance ganz oben an. Nicht nur im Menü, was ich schon gesagt hatte, ist es ein bisschen ruckelig und hakelig, sondern auch mitten im Spiel. Viele mussten mit den Settings ordentlich runtergehen, haben auch Vergleiche gesetzt, zum Beispiel zu Assetto Corsa, was ich immer noch, obwohl es ein bisschen Jahre gekommen ist, vom Simracing her durch viele Mods und generell auch durch deren eigenen Updates immer noch eine Traumgrafik aufweist, die manchmal ihresgleichen sucht. Und das haben viele alles auf Ultra gestellt, alles auf 4K und da lief es schon mit 120 Frames. Und hier mussten sie alles auf HD, Medium runterschalten, damit es einigermaßen flüssig lief. Ist natürlich das Problem beim Early Access und deswegen möchte ich gerne auch solche Videos für euch machen, denn es gibt manche Spieleportale, die das Spiel zum Beispiel vorab spielen durften, die haben aber auch explizit darauf hingewiesen, dass sie die
Phase vom Early Access spielen durften. Sprich, sie haben nicht gerade die Version gespielt, die wir bekommen haben, sondern schon eine etwas verbesserte, weiterentwickelte Version. Und da lief es halt dann vielleicht mit konstanterer Framerate. Also lasst euch da nicht täuschen. Und wenn, guckt ein bisschen dazwischen den Zeilen. Viele geben das aber auch preis, mit welcher Version sie da gespielt haben. Ich spiele jetzt hier wirklich mit der Version, die auch jeder hier bekommt. Und man weiß und man versteht auch so langsam, warum das Ganze hier vielleicht einfach ausgeglichen ist. Ansonsten vorweg, manche haben auch schon, wir haben noch ein bisschen Zeit, also manche haben noch geschrieben, dass die Steuerung gar nicht mal verkehrt ist. Natürlich muss man Simracing mögen, das ist halt alles ein bisschen anders als zum Beispiel Arcade-Spiele, wie zum Beispiel auch F1 23 ist. Manche sagen aber, es kommt dem vom R-Factor 2 sehr gleich, von dem ich aber auch eigentlich ein riesen Fan bin. Ich habe mich aber ein bisschen mehr an Assetto Corsa verliebt, weil ich generell das halt ein bisschen simpler finde und alleine schon mit dem VR-Modus, der R-Factor auch besitzt, aber trotzdem irgendwie bin ich bei Assetto Corsa hängen geblieben mit meinen ganzen kleinen Events, mit der Formel 1 quasi überall außerhalb der Formel 1-Kalenders herum. Fahren. So viel erst einmal dazu, was die Bewertungen sagen. Performance ist halt nicht dolle, nicht pralle. Physik ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, aber auch im Großen und Ganzen wirkt das Ganze noch nicht so komplett entwickelt. Liegt ja auch daran, weil wir einen Early Access haben. Vorweg, ich finde schon mal ganz gut, dass wir halt immerhin 7 Strecken haben, besser als nur die eine in Le Mans. Und wir haben einige Einstellungsmöglichkeiten, die vollkommen solide und ausreichend sind, gerade auch im freien Spiel beim Rennwochenende. Und wir haben einige Marken, finde ich sehr, sehr schön. Mittlerweile sind wir aber auch schon bei 5 Minuten. Sehr schön. Ich wollte für meine Freundin eigentlich auch noch Armbrot machen. Die hat zwar erst ein, ach gut, 18 Minuten Feierabend, da fährt es nochmal eine halbe Stunde, dann passt es schon, aber trotzdem, ich dachte mir, fix ein Video machen, aber dass die Ladezeit länger ist, als ich jetzt hier euch irgendwie was sagen kann, ist auch immer sehr schön. Ansonsten, ja, gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht Eckdaten zum Monster. Wir haben hier eine Strecke, eine Traditionsstrecke, und deswegen sind wir auch mit dem Ferrari unterwegs, die 1922 eröffnet worden ist. Das Ganze ist 5,8 Kilometer lang, besitzt 11 Kurven, Highspeed-Strecke und bis heute eigentlich immer nostalgisch und atemberaubend schön, muss man echt sagen. Obwohl es nicht viel zu bieten hat, aber immer noch extrem schön. Gut, die 6 Minuten haben wir bestimmt auch schon erreicht. Mit Vorgeplänkel vielleicht auch schon fast 7 Minuten. Läuft. Ja, du, weil die Ladezeiten jetzt auch so lang sind, ich werde es vorher so ein bisschen erwähnen. Denkt aber daran, bei Steam könnt ihr auch Spiele zurückgeben, wenn ihr euch jetzt noch nicht sicher seid. Für 29,99 habe ich jetzt den Preis bezahlt. Wie gesagt, ist jetzt einfach nur mein Tipp an euch. Bei Steam könnt ihr jederzeit Spiele zurückgeben, wenn ihr halt nur wenige Stunden gespielt habt, wenn es euch nicht gefällt. Bleibt nicht auf Spielen hängen, auch wenn die weiterentwickelt werden. Auch Le Morgan wird auf alle Fälle verbessert, nach und nach. Es befindet sich ja im Early Access. Aber wartet vielleicht auch einfach ab, wenn ihr sagt, ey, das ist jetzt hier gar nichts. Ich bleib bei Assetto Corsa oder was für auch immer ein Sim-Racing-Spiel. Hier werde ich nicht weiterspielen, bis es im Angebot ist, bis es ein Updates erhalten hat. Das ist mein Tipp hier am Rande. Wahrscheinlich werde ich es auch nicht so anders machen. Hört sich immer ein bisschen doof an, ist gemein gegenüber den Entwicklern. Aber wir müssen mal ein bisschen bedenken, schön, dass ich mein Fazit auch mitten im Video überhaupt jetzt mache, obwohl ich nicht mal gespielt habe. Aber ihr müsst halt immer so ein bisschen bedenken, das ist euer Geld und die Entwickler müssen euch schon ein bisschen was bieten. Und natürlich verstehe ich es, wenn halt ein Spiel noch nicht solide läuft und Updates kommen, gerade im Early Access, das ist vollkommen verständlich. Für 30 Euro ein bisschen schwierig und gerade bei Steam, ihr kennt euch ja so ein bisschen aus, gibt es dann doch mal ganz schnell ein paar Rabatte. Gut, wir hängen jetzt schon auch sehr lange jetzt auf 98% rum. Das läuft. Ich mache hier gerade ein 20-Minuten-Video und habe davon 7-8 Minuten nur im Ladebildschirm verbracht. Geil. So, man hört schon den ersten Sound. Jetzt geht's los. Oh, das waren gute 9 Minuten gewesen. Sehr schön. So, wir gehen mal einfach auf Losfahren, weil ich will erstmal gucken, wie lange braucht es eigentlich, bis wir hier wirklich laufen können. Okay. Wollen wir vielleicht ein bisschen abwarten. Okay, jetzt läuft schon mal flüssig. Das ist schon mal schön. Wir gucken mal. Gas geben können wir schon mal. Eieieiei. Okay. Gut, also eine knappe 9 Minuten dauert das Ganze hier. So, jetzt müssen wir noch ein paar Steuerungen vornehmen. Oh, das ist atemberaubend gut. So, Gassteuerung links hochschalten. Eieieiei. Ja. Ah, Gottes Willen, ey, ist das langsam. Jetzt weiß ich, was die meisten Leute meinen. Also die Einstellungsmenü, wenn wir da erstmal sind, dann ist es katastrophal. Weil er hat jetzt hier meinen Eingabebefehl verstanden.
Oh, Gottes Willen, ey. Oh, du musst jetzt auch gar nichts mehr machen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Bleib einfach so hier stehen. Das ist hier. Oh Gott, ist es schlecht. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ist jetzt hängen geblieben oder was? Das ist ein Einstellungsmenü. Das hat ja nicht mal annähernd was mit der Grafik oder Performance zu tun. Das ist einfach nur Textdatei aufgemacht, das war's gewesen. Es läuft nichts nebenbei. Das Spiel ist angehalten. Das Spiel quasi abgestürzt oder was? Geht ja auf keine Kuhhaut. Wow. Okay. Puh. Was ist das denn? Alter Falter. Oh, lecco mio. Boah. Alter Falter. Alter Falter. Ja, also bei aller Liebe. Ach, der ist einfach so aufgetaucht. Gut, fangen wir mal an. Erst einmal vielleicht das Positive vorweg. Der fährt uns einfach so rein. Lenkrad ist sofort kompatibel mit allen. Auch die Steuerung. Ja, okay, die Performance ist katastrophal schlecht. Und das ist jetzt auch. Eieieiei. So, das heißt, wir gehen mal. Oh, gute Frage. Oh, ich will nicht nochmal zurück ins Hauptmenü, ey, bis der wieder hier geladen hat. Wir gehen zurück ins Hauptmenü. Im Hauptmenü können wir, glaube ich, viel. Ah ja, traue ich mich das. Ich will gar nicht so lange irgendwie warten. Ja, du, keine Ahnung, wo du jetzt gerade dich anvisierst, aber ist vollkommen in Ordnung. Ey, ist das eine Katastrophe? Alter, läuft er hier. Jetzt bleibt er wieder hängen. Jetzt bleibt er wieder hängen, weil ich auf Option gehen möchte. Ach genau, jetzt bist du auf Option. Ich habe da vor 20 Minuten schon geklickt. Ich werd's nicht verstehen. Also, mal ganz ehrlich, also jetzt mal bei aller Liebe zum Detail. Kann sein, dass ich hier vielleicht ein bisschen was hochgebohrt habe, ja, vorhin Einstellungen hier. Aber wie kann ein Entwickler guten Herzens meinen oder mit viel Vernunft meinen, für 30 Euro ein Spiel hochzubringen? Natürlich im Early Access, aber es läuft Bullshit. Es läuft richtig Bullshit. Weil das Schlimmste daran ist ja einfach, mir bringt es ja jetzt hier nicht, Einstellungen vorzunehmen. Ich brauche ja jetzt 20 Milliarden Stunden, bis ich überhaupt meine Einstellungen hier gefunden habe. Weil ich bin jetzt hier im Menü, na, das ist Option. Das Spiel läuft quasi gerade nicht. Es läuft nichts nebenbei. Es ist pausiert. Da. Guck, wir sind immer noch im zweiten Gang bei ungefähr Fuel von 81. Keine Ahnung, die Zeit steht bei. Wo steht denn die Zeit? Keine Ahnung. 54 vielleicht, keine Ahnung. Aber ey, das Spiel steht. Es läuft gerade nicht. Und wir sind im Menü. Im Optionsmenü. Und es steht. Es hängt hier alles. Ey, kannst du niemand erzählen? 30 Minuten Bullshit gerade hier. Ich habe jetzt gerade 30 Minuten Video. Ich starte zwar ein bisschen alt, ich lade es auch einfach so hoch, aber das ist scheiße. Ey, das ist wirklich Kacke. Ausgeglichene Bewertung. Also, so, komm gleich wieder. Ich gehe eine rauchen. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich wieder im Hauptmenü sein. Ach, guck mal. Geil. Also, wie gesagt, vorweg, Leute. Jetzt wahrscheinlich, bevor ich jetzt dieses Spiel lade, das erste Mal reingehe, gleich vorweg. Ihr werdet ein bisschen erschrocken sein. Nehmt alle eure Einstellungen hier im Hauptmenü vor, nicht mitten im Spiel. Das Spiel mag das gar nicht. Also alle die Steuerung, geht das nochmal alles so ein bisschen durch, hochschalten, eure Kameraeinstellungen, wie ihr haben wollt, alles vorher. Und geht erst mal mit der Grafik runter. Geht richtig runter, aber so richtig runter. Nachbearbeitung, macht wirklich hier alles auf Standard wiederherstellen. Erstmal Standard, hier auch alles auf Standard, alles runter. Sichtbare Fahrzeuge 12, alter Falter. Aber wirklich so was von Standard. Macht hier erst einmal. Wir machen jetzt einfach mal Medium. Ich mache jetzt hier einfach alles auf Medium. Optimal. Gut. Wir sind wieder jetzt mit dem Hauptmenü. Wir werden jetzt nochmal ein Rennwochenende starten. Und wenn wir die Zeit messen. Ja, bitte wieder einmal in Italien. Jo.
Vollstellung hat aber auch schön übernommen. Wir werden, haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu bestimmen? Wir nehmen jetzt mal alle die hier raus, die stören vielleicht eigentlich aktuell so ein bisschen. Wir wollen es einfach nur mal zum Laufen bringen. So, einfach mal starten. Und ich würde mal sagen, wir probieren es nochmal. Es geht los. Ich gehe einfach eine rauchen. Das ist mir jetzt auch egal. Auch wenn ich vielleicht hier irgendwas verpasse oder so. Aber ich glaube trotzdem, wir sind bei 5 bis 6 Minuten. So, das waren immerhin 4 Minuten gewesen. Also schon mal halb so langsam. Ja, trotzdem aber 4 Minuten Ladezeit ist schon übel. Also bei mittlerer Einstellung, ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los. Gehen wir hier auf Fahren. Ja, du musst schon. Alter Falter, ey. Oh Gott, das ist das grauenhaft. Ey, ist das grauenhaft. So, kann ich jetzt einen Gang hochschalten? Also, mittlere Einstellung läuft schon mal flüssig. Also, flüssig, ja, muss man immer selbst betrachten, aber zu dem, was wir gerade hatten, war es eine absolute Katastrophe gewesen. Ja, also, wie gesagt, Grafik können wir jetzt erstmal nicht allzu viel darauf geben. Wir gucken jetzt mal das reine Fahrerlebnis. Okay, das ist schon, das ist heavy. Das mit den Kiesbetts sah sehr cool aus. Versuchen wir mit dem Porsche mal hinterher zu kommen. Ich habe jetzt noch gar keine Einstellungsmöglichkeit eigentlich für die KI gesehen. Die wird es natürlich 100 Pro auch geben. Also bei Medium läuft das Ganze schon mal so ein bisschen. Also der Kies ist ganz cool gemacht, also auch dieses kleine bröckelartige Darstellen. Sieht cool aus. Boah. Aber ein merkwürdiges Verhalten teilweise in den Kurven, dieses Herumstellen, das hat manche auch geschrieben. Wirkt jetzt ehrlich gesagt nicht so wie bei Air Factor. Ich glaube. Auch von der Physik her, wenn wir natürlich zuständig in Kurven sind, ist natürlich klar, dass wir den Wagen verlieren, aber so extrem. Ja, gut. Bleibt etwas so hängen, oder was? Ja. Was ist denn? Eieieiei. Okay. Ist natürlich beim Rennspiel geil. Soundmäßig weiß ich noch nicht, wo man das ansiedeln kann, das Ganze. Zurückgucken können wir auch. Oh, Begrenzer haben wir auch. Scheibenwischer. Oh, hier sind wir viel zu schnell drin. Ja, also der Wagen rastet sofort aus, wenn ihr zu schnell in der Kurve seid. Aber gut, das ist natürlich dann wahrscheinlich eher mein technisches Vermögen. So, ich will jetzt aber eigentlich hier. So, hier können wir die Einstellung vornehmen. Das ist für die Boxanfrage abgebrochen. Aus. Tempomat, genau. Also ich weiß nicht, was er beim Rausbeschleunigen macht. Traktionskontrolle ist ausgeschaltet, so ist es nicht. Aber ich bin ja nicht dolle auf dem Gas. Kann natürlich aber auch sein, ihr seht ja hier auch die Reifen. Wir haben sehr viele Telemetriedaten. Die könnt ihr alle ausschalten, einschalten, wie ihr gerne wollt. Dass sie noch sehr kalt sind, die Reifen. Er ist merkwürdig auf dem Gas. Also er läuft von Anfang an schon sehr niedrig. Ja, das ist.
Der verliert sofort Grip. Also in schnellen Kurven schwer. Ja, aber auch, man muss dazu sagen, auch sehr viel Benzin dabei, insgesamt für 30 Runden. Eieiei, also hier hakt es aber auch teilweise ordentlich. Aber wie gesagt, also ein Pluspunkt ist auf alle Fälle die Steuerung. Also zumindest die Lenkradsteuerung, die ist auf Anhieb schon wirklich solide gut eingestellt. Jetzt habe ich nicht das große Gefühl, dass jetzt mich unbedingt jetzt bei YouTube oder bei Google schlau machen muss, was die beste Einstellung ist. Was mich halt noch persönlich noch ein bisschen stört, ist das Fahrerische halt vielleicht in mittelschnellen Kurven, dass der Wagen hier sehr, sehr schnell ausbricht. Für mich ein bisschen unnormal ausbricht. Aber ansonsten fühlt sich das wirklich solide an. Ja, 17 Sekunden langsamer, ist natürlich klar. Versuchen wir eine ordentliche Zeit einzuschmettern. Aber, also es läuft bei Weitem nicht auf 60 Frames. Und das bei mittlerer Einstellung. Hier im dritten Gang. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Gänge nicht akkurat so dargestellt sind. Also ich habe eigentlich eher so das Gefühl, rausbeschleunigen aus dem zweiten Gang. Ich bleibe aber lieber mal einen Gang immer weiter höher, als eigentlich hätte ich am liebsten habe. Aber ansonsten, es fühlt sich solide an. Man muss erstmal damit klarkommen. Wie gesagt, vielleicht gerade für den Anfang, für die Anfänger, wie ich es halt bin, ruhig mal einen Gang weiter oberhalb bleiben, als ihr am liebsten wollt. Aber es fühlt sich halt nicht schön an. So rein von der Performance her. So, letzte Kurve. Mal gucken, ob wir die jetzt wenigstens kriegen. Was mir so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob ihr es so ein bisschen versteht, aber dieses Gefühl, dass wir wirklich Kraft dahinter haben. Also die KI ist schon mal wesentlich schneller als wir. Gerade in den Kurven. Aber dieses Gefühl, dass sie hier halt wirklich hinter einem Rennauto sitzen, das fehlt mir hier so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, würde es jetzt normalerweise so laufen und bei der besseren Grafik ist da die Fahrphysik total solide und vollkommen in Ordnung. Lass mich mal vorbei hier. Aber auch die KI kommt ordentlich im Schlingern. Mir fehlt auch so ein bisschen dieser Input beim Rausbeschleunigen, dass ich gerade am Begrenzer drin bin. Also ich habe noch nicht das Gefühl, wo fängt die nicht eingeschaltete Traktionskontrolle an und wo nicht. Wo sind quasi die durchdrehenden Räder? Okay, Curbs ist auch sehr problematisch, aber ganz cool eigentlich. Dann können wir mal gucken, wie ist denn eigentlich im Endeffekt der Schadensmodell? Mal gucken, wo können wir denn hier die Kamera einstellen? Ah, hier können wir Spiegel einstellen. Lenkhilfe niedrig. Ach so, guck mal, Lenkhilfe können wir auch ausschalten. Nee, aus. Ich würde gerne aber die Kamera mal umstellen.
Ja. Das kann ich aber nicht zurückgucken oder was. Aber merkt sofort, durch den Einschlag gab es einen Schaden. Der Wagen hat einen leichten Rechtsdrall. Oh, aber ordentlich. Wir können ja mal gucken, wie sieht der Schaden so aus. Wir knallen mal hier rechts rein. Okay. Das ist natürlich ein bisschen mau jetzt hier. Warte mal hier ab. Wir machen jetzt mal so ein bisschen. Wir machen einfach mal einen kleinen Crash-Test. Also ja, Blechschäden und so gibt's. Ach, guck mal, Radaufhängung kann auch brechen. Okay, das ist auch schön zu sehen, muss ich echt mal sagen. So, eine Wiederholung habe ich hier leider aber auch noch nicht gefunden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ah, Replay haben wir hier. Okay, sehr schön. Ja, auch so. Also das ist wirklich R-Factor-Style sogar, die Replay-Funktion. Tempomat können wir sogar hier mitten in der Box ausschalten. Also eigentlich sind da coole Features dabei. Dann fahren wir hier durch den Styropor, mal gucken, was da passiert. Okay, kaputt gehen sie nicht. So, jetzt Frontalschaden hier. Ja, Wagen ist gut, so gut wie unfahrbar. Sagt das Auto mal nicht schlecht. Ja, und das ist auch natürlich ein bisschen doof. Also der Schaden, ja, der ist halt, ja, ist in Ordnung. Nichts Prickendes. Das geht weitaus besser. Und der Schaden ist leider Gottes, hier bei der Wiederholung, der ist schon vorher drin. Das heißt, entweder der bleibt so drin, oder aber auch, wie gesagt, er übernimmt das nicht bei der Replay, dass er, bevor er einen Unfall hatte, eigentlich gar keinen Schaden hat. Ja, gut. Problem ist halt wirklich an dem Spiel, muss man echt mal sagen, dass wir halt leider hier was vor uns haben, was aktuell nicht richtig fahrbar ist. Auf niedrige Einstellungen ja. Aber um ehrlich zu sein, würde man weitaus mehr Spaß haben, wenn man das Ganze doch auf einem anderen Rennspiel irgendwie umleitet. Aktuell ist es halt, wie gesagt, von der Performance her nicht so schön. So, jetzt will ich eigentlich aber ganz gerne mal uns mal das Setup angucken. Ich denke mal, ihr könnt auch hier alles mögliche an Setup-Einstellungen vornehmen. Ja. Gut, Freund, ey, ich breche hier einfach ab. Das ist mir jetzt mittlerweile echt so blöde, wenn ein Spiel schon hier mitten in den Einstellungen irgendwie nicht so richtig funktioniert. Keine Ahnung. Also, das Spiel weiß halt nicht, was es jetzt machen soll. Guck mal, wir können nämlich eigentlich quasi hier, wir sind ja jetzt hier mit im Spiel, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich, guck mal, wir können jetzt hier fahren. Und Pause-Menü ist aber immer noch drin. Und das ist halt das Nervige. Klar, könnte man so wahrscheinlich jetzt irgendwelche Setup einstellen. Keine Ahnung. Nee, also, mein Rat an euch, lasst es sein. Erst einmal. Ich sag nicht, dass das Spiel schlecht. Also, das Spiel ist schlecht. Aktuell in der Version ist es halt einfach katastrophal schlecht. Ich werde immer nie verstehen, wie Entwickler wirklich es sich trauen. Solch. Oh, schön, dass es ja auch mal jetzt hier weitergeht. Ich werde nie verstehen, wie Entwickler es sich trauen, auch wenn es ein Early Access ist, also quasi noch schön in Entwicklung ist, Spiele so herauszugeben. Es ist für mich aktuell nicht unspielbar, aber unschön. Und so macht es halt nicht spielbar. Ich würde an eurer Stelle einfach abwarten, guckt euch so ein bisschen um, was die Entwickler überhaupt hier machen. Das kann ja auch mal ganz schnell enden, dass gerade über Steam Leute wie ich werde das Spiel zurückgeben, Leute wie ich das Spiel dann zurückgeben, dadurch dann den Entwicklern die Gelder fehlen. Aber man muss es halt auch mal verstehen, man sagt dann immer so, die armen Entwickler, die gehen alle immer pleite. Ja, das ist natürlich auch nicht schön, aber wenn manche Entwickler wirklich solche Spiele herausbringen, wo die Leute dann sagen, ganz ehrlich, ich habe die Möglichkeit, ein Rückgaberecht anzutreten, um bei einem Spiel, das wirklich bei Weitem nicht so läuft, wie man sich beim Rennspiel erwartet, habe ich mein Recht, das Spiel zurückzugeben. Fehlt den Entwicklern Geld, dann weiß man immer nicht, haben die Entwickler jetzt noch genug Geld, Muße und Ressourcen, um das Spiel weiter zu entwickeln. Wartet lieber ab, guckt, was mit dem Spiel passiert. Wartet ab, bis es im Angebot ist. 30 Euro ist einfach viel zu überteuert. Und das liegt nicht an dem Inhalt. Der Inhalt ist super.
Ihr habt 7 Strecken, ist jetzt nicht viel, aber wir reden hier immer über eine Enduro-Rennserie, sprich halt Le Mans 24-Stunden-Rennen, 6-Stunden-Rennserie und so weiter und so fort. Wir haben aber 3 verschiedene Klassen und sehr, sehr viele Automarken. Das ist wirklich richtig schön, aber es läuft halt einfach nicht gut. Ich hätte mir gerne den Early Access bei 15 Euro vorgestellt oder gar bei 20 Euro. Das sieht viel schöner aus. Großer Pluspunkt ist der, dass das Lenkrad sofort erkannt wird, Gamepad auch. Zum Gamepad vielleicht mal kurz geguckt. Das könnt ihr auch hier bedienen. Müsst ihr auch immer so ein bisschen gucken. Ich weiß jetzt nicht, was da mit dem Gamepad. Was ist denn hier los? Also für die Fans für Gamepads ist es auch fast unfahrbar. Das sieht sehr komisch aus von der Performance her. Ach du meine Güte. Ich kann es... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Das war so ganz merkwürdig ruckelig mit dem Gamepad gewesen. Allein schon, weil er wahrscheinlich die Animation vom Lenkrad irgendwie nicht richtig hinbekommen hat. Und dadurch war das Ganze ruckelig gewesen. Also mit dem Gamepad aktuell gleich mal hier die ersten paar Sekunden unspielbar. Gut. Ist halt so, wie es ist. Muss man damit leben. Ja, ansonsten, Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Mein Rat an euch, wirklich, das Spiel wartet lieber ab. Wenn ihr es vielleicht jetzt hier bei meinem Video seht, das Spiel nicht gekauft habt, dann wartet lieber ab. Ansonsten gebt es gerne bei Steam zurück. Ihr habt die Möglichkeit, ihr habt das Recht dazu. Wartet ab, bis das Spiel einige Updates erhalten hat und im besten Falle einfach auch reduziert ist. Und so kriegt ihr dann vielleicht ein etwas vollwertigeres Spiel für ein paar Euro weniger. Das war's von meiner Seite aus gewesen. Wir sehen und hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Also bei aller Liebe, das Spiel läuft ja in keinster Weise flüssig. Der springt aber auch oben mit den Delta-Zeiten hin und her. Was ist das denn? Hä? Hä? Alter Falter, was ist das denn? Erst war ich 16. Okay, keine Ahnung. Aber ey, katastrophal. Katastrophal.